Teil 1. Knochenwald. Die Natur ist etwas Wunderschönes, nicht wahr? Und nirgendwo spürt man sie ursprünglicher und in angenehmerer Gestalt als in Wäldern. Das vielfältige, wimmelnde Leben, die würzigen, lebendigen Gerüche und das Rascheln der Zweige und Blätter im Wind scheinen uns Menschen wieder mit einer Quelle zu verbinden, von der wir uns im Alltag schon lange entfernt haben. Es ist der Kern, um den sich all die vordergründige Schönheit gesammelt hat, wie bunte Zuckerwatte um einen verfaulten, hässlichen Knochen. Denn auch wenn die Schönheit alles überstrahlt und süße Aromen die Verwesungsgerüche überdecken, ist der Kern noch immer da. Genauso präsent und unverändert wie am Anfang der Zeiten. Und man kann ihn entdecken. Es braucht nur einen falschen Schritt zur falschen Zeit. Nur ein Blinzeln, wenn die Augen in die richtige Richtung gerichtet sind. Und schon bist du an dem Ort, an dem alle ursprüngliche Schönheit hinweggefegt wurde. An dem jegliche romantische Kosmetik zerfließt im gnadenlosen Schein einer pechschwarzen Sonne. Eingeweihte nennen diesen Ort den Knochenwald. Und doch wird dieser Name seiner wirklichen Gestalt nicht vollkommen gerecht. Die Wahnsinnigen und Leichtsinnigen, die bewusst nach Wegen zu diesem Ort suchen. Nun, sie können ihn finden. Sie brauchen nur auf Unstimmigkeiten in der natürlichen Ordnung zu achten. Seltsame Gesteinsformationen, grotesk verformte Äste, Pfade, die in tiefer Nacht in einem fahlen Licht leuchten. Du wirst dich vielleicht fragen, woher all die Knochen stammen, die unter deinen Füßen ihr trauriges Lied vom Verfall singen. Zum Teil sind es längst gestorbene Kreaturen. Waldtiere wie Eichhörnchen, Igel, Vögel und dergleichen, von denen nur noch zerbrechliche Knochen und leere Augenhöhlen übrig sind. Aber auch Menschen, die einst im Wald ermordet wurden oder selbst ihren Tod herbeiführten, finden hier ihre letzte, unheilvolle Ruhestätte. Und natürlich jene, die den Knochenwald aus eigenem Antrieb aufsuchten und nie wieder den Weg aus seinen dämmerigen, düsteren Fängen hinausfanden. Der Boden selbst erzählt ein Epos der Trauer und der Gewalt. Denn wer hier liegt, starb keines natürlichen Todes und wurde noch dazu längst von der Welt vergessen. Manche nach ihrem Tod, viele auch bereits zu Lebzeiten. Von Zeit zu Zeit wird dein Blick auch auf Skelette von eigenartigen Wesen fallen. Wesen, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Nicht mal in deinen Träumen oder deinen Albträumen. Manche davon sind viel zu groß, um sich zum Bodenbelag zu gesellen. Diese hängen an den riesigen kahlen Bäumen, die selbst aus Knochen gefertigt sind. Missgestalte, aber ehrfurchtgebietende Kolosse einer Zeit, als die Erde noch jung war. Stumm und gewaltig schaukeln und baumeln sie an unsichtbaren Schnüren im ewig wehenden, kalten Wind. Und nicht alle von ihnen sind zu Gerippen geworden. An so manchen von ihnen klebt noch trockene Haut und ab und an sogar faulige Fleischstücke, die nach und nach zu Boden tropfen und die unter anderem für den besonderen Duft des Knochenwaldes verantwortlich sind. Diese abstoßenden Fleischreste bilden neben Besuchern wie dir die Nahrungsgrundlage für die einzigen echten Lebensformen in dieser dunklen Welt. Die Schneidmaden. Diese Madenart kommt allein im Knochenwald vor. Die größten Exemplare werden ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund. Ihre weißlichen Madenkörper verströmen ein unangenehm riechendes Gas, das vielen ihrer Opfer Schwindel und Benommenheit und oft auch für grippeähnliche Symptome bereitet hatte, was ganz sicher dazu dient, die Flucht ihrer Beute zu erschweren. Auch wenn sie keine Beine haben, sind Schneidmaden unglaublich schnell und selbst ein gesunder und nicht von ihren Gasen betäubter Mensch kann Schwierigkeiten haben, vor ihnen davonzulaufen, wenn sie erst einmal so richtig Fahrt aufgenommen haben. Solltest du allerdings ihr Miasma eingeatmet haben, so kannst du dich eigentlich auch gleich zum Sterben auf den Boden legen und dir die sinnlose Flucht ersparen. Die Schmerzen hingegen, sie kannst du dir nicht ersparen, denn Schneidmaden genießen ihre Mahlzeiten sehr. Und auch wenn sie notfalls mit Genuss Aas und stark verwestes Fleisch verzehren, so geht für sie doch nichts über das warme und zuckende Fleisch eines Menschen. Mit ihren scharfen, klingenartigen Zähnen können sie dein Fleisch mit Leichtigkeit aus deinem Körper lösen und ihre ätzenden Verdauungssäfte verwandeln herausgelöste Fleischstücke, Gliedmaßen oder Organe in Sekunden in einen weichen, schmackhaften Brei. Vor den großen Exemplaren musst du dabei nicht einmal die meiste Angst haben. Schlimmer sind die kleinen und mittleren Schneidmaden, die in Horden auftreten und vor denen dir nicht einmal das dichteste Unterholz Schutz bietet.
Denn der Boden des Knochenwaldes, dieses riesige Reich aus Horn, Knochensplittern und wie Blätter umherwehenden Hautresten, ist ihr Königreich. Hier herrschen die Maden unangefochten. Lediglich im hohen Geäst der knöchernen, kahlen Bäume bist du vor ihnen sicher. Dort, wo der kalte Wind noch schärfer weht, das Rasseln der Knochen ohrenbetäubend laut ist und du dein Lager mit den stark verwesten Überresten seltsamer Kreaturen und ab und an auch verstorbener Menschen teilst. Hier solltest du sicher sein, wobei der Anblick der fremdartigen, verrotteten Gesichter und der seltsam geformten Schädel in der Nacht schon so manchen in den Wahnsinn getrieben hat. Wie auch sonst sollten sie auf diese Geschichten gekommen sein. Geschichten, nach denen urplötzlich Leben in die verdammten Kadaver gekommen sei und sie des Nachts vom roten Glühen toter Augen oder einer knochigen Klaue am Hals erwacht seien. Aber selbst wenn dies nur Wahnfantasien sein sollten, so ist es sicher keine gute Idee, auf immer auf einem dieser Bäume auszuharren. Immerhin musst du essen und trinken und deine Gefährten bieten zwar eine magere Nahrungsquelle, wenn man den Ekel erst einmal überwunden hat, aber auf Dauer werden sie dich nicht sättigen. Dir bleiben also nur zwei Möglichkeiten. Entweder du steigst hinab auf den madenverseuchten Boden und suchst nach dem Eingang, der dich in diese verkommene Existenzebene gebracht hat. In diesem Fall kommst du vielleicht mit heiler Haut und lebenslangen Albträumen davon. Oder du versuchst, dich vorsichtig von Baum zu hangeln. Es könnte dir den Tod bringen, denn die Bäume sind hoch und stehen weit auseinander und die Maden am Boden sind stets hungrig, doch es könnte sich auch für dich lohnen. Denn tief im Herzen des Waldes, nach vielen Kilometern voller Leichen, Tod, Maden, Knochen und Angst, liegt etwas sehr Wertvolles verborgen. Was es ist, kann ich dir nicht genau sagen. Denn bisher ist niemand von dieser Reise ins Innere des Schreckens zurückgekehrt. Was mit ihnen geschehen ist, ist unklar. Natürlich wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie einfach gestorben und nun ein Teil des Waldes geworden sind, gefressen, zu Tode gestürzt, aufgespießt, verhungert oder verdurstet. Eine dunklere Theorie besagt aber, dass manche von diesen Wagemutigen es bis hinein ins Zentrum geschafft haben und dort zu etwas anderem geworden sind. Ob das aber stimmt, vermag ich nicht zu sagen. Das Wenige, was ich weiß, habe ich allein den wenigen zu verdanken, die die Reise ins Innere begonnen und das Zentrum aus der Ferne gesehen haben, dann aber umgekehrt sind. Damit haben sie zwar ihr Leben gerettet, nicht aber ihren Verstand. Ihre Schilderungen sind wirr, voller Widersprüche und Übertreibungen oder Untertreibungen und nicht besonders vertrauenswürdig. Wie auch immer. Vielleicht kannst du mir ja eines Tages mehr darüber berichten, wenn du den Mut aufbringst, den Knochenwald zu besuchen und tief in sein kaltes, fauliges Inneres vorzudringen. Teil 2. Durch Mark und Bein. Viele würden mich sicherlich für verrückt halten, wenn sie meiner Aufzeichnungen gewahr werden würden. Für nichts als einen weiteren alternden Lügner und Hochstapler auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Das weiß ich genau und es kümmert mich wenig. Denn ich weiß, dass ihr das anders seht. Dass ihr wisst, dass meine Worte zwar von grauenhaftem Inhalt, aber gleichwohl von klarem Verstand zeugen. Wie dem auch sei. Einige von euch wollten mehr über den erstickenden Wahnsinn des Knochenwaldes erfahren. Und so habe ich noch tiefer gegraben, die Berichte halbverrückter Augenzeugen ausgewertet, uralte Dokumente ausfindig gemacht und jeden Stein umgedreht. Einige Dinge, die ich dafür tun musste, bleiben hier lieber unerwähnt. Nur so viel. Um an die ein oder andere Information zu gelangen, musste ich durchaus ein wenig nachdrückliche Überredungskunst anwenden. Wahrscheinlich komme ich für diese Taten in die Hölle. Aber das schreckt mich nicht mehr. Wir alle wissen, dass es viel schlimmere Orte gibt. Aber genug von meinen Sünden. Ihr neugierigen Narren wolltet ja unbedingt mehr über die Verderbnis dieses Ortes erfahren. Also werde ich die Schleier lüften, die gnädige Götter aus gutem Grund über die Bosheit des Knochenwaldes gelegt haben. Ich werde sie zerreißen und enthüllen, welches unvorstellbare Grauen sich darunter verborgen hält. Kommt mit dem klar, was ihr hört, oder geht daran zugrunde. Mir ist beides recht. Also gut. Ich sprach zuvor bereits von den aggressiven und tödlichen Schneidmaden, von der Unzahl an rasselnden, bleichen Knochen und Gerippen und von den hohen Knochenbäumen mit ihren verwesenden Bewohnern, die die einzige halbwegs sichere Passage durch den Wald bilden. Schon beim ersten Bericht habt ihr euch vielleicht gefragt,
wie die wenigen Wagemutigen den anstrengenden, weiten Weg Richtung Zentrum überstehen konnten, ohne zu verhungern oder zu verdursten. Nun, neben den verfaulenden Fleischresten, die noch an dem einen oder anderen Skelett kleben, gibt es noch zwei weitere Nahrungsquellen an diesem eigentlich lebensfeindlichen Ort. Die erste ist so naheliegend wie gefährlich. Ihr könnt euch vom Fleisch einer erlegten Schneidmade ernähren. Wenn ihr euch noch an das erinnert, was ich euch in meinem ersten Bericht über die Maden erzählt habe, könnt ihr euch schon denken, dass das alles andere als einfach ist. Einige wenige Überlebende haben dennoch diese wehrhafte Beute zur Strecke gebracht, indem sie den Maden mit einer mitgebrachten Waffe oder einem geschnitzten Speer von den Bäumen aus aufgelauert haben. Wer dabei schnell und leise genug ist und genau die weiche Stelle in der Mitte des Madenkörpers trifft, der kann sich mit etwas Glück über eine derartige Mahlzeit freuen. Allerdings haben hier eigentlich nur Soldaten, Polizisten, Jäger, Sportschützen oder anderweitig im Zielen oder Töten geübte Menschen überhaupt eine Aussicht auf Erfolg. Zudem muss man schon recht verzweifelt sein, um überhaupt daran zu denken, Schneidmadenfleisch zu essen. Zwar ist es eiweißreich und nahrhaft, aber es schmeckt mehr als abscheulich. Und die Wahrscheinlichkeit, euch dabei die Seele aus dem Leib zu kotzen, ist nicht eben gering. Außerdem ist rohes oder falsch zubereitetes Schneidmadenfleisch tödlich. Und ich rede hier nicht von sanftem Entschlafen, an dessen Ende euch die Engelchen ins Paradies geleiten, sondern von grauenhaften Bauchkrämpfen, Bluthusten, Organversagen und heftigen Schmerzen. Wahrscheinlich sterbt ihr nicht einmal am Gift, sondern durch eure eigene Hand, da kaum ein Mensch diese Schmerzen bis zum Schluss aushält. Um Schneidmadenfleisch ungefährlich zu machen, muss man es erst sehr gut durchbraten. Dazu sammelt ihr am besten trockene Knochen und schichtet sie zu einem kleinen Lagerfeuer auf. Natürlich mit dem Risiko, dass ihr weitere Schneidmaden anlockt, die vielleicht nicht so leichte Beute sind. Übrigens könnt ihr auch an gebratenem Schneidmadenfleisch verrecken, wenn ihr zuvor nicht die purpurnen Giftdrüsen restlos entfernt habt, aus denen sie ihr betäubendes Gas verströmen. Und solltet ihr all das beachtet haben, so sei dennoch noch ein Wort der Warnung ausgesprochen. Der Verzehr von Schneidmadenfleisch verändert Menschen mit der Zeit. Viele werden härter, rücksichtsloser, raubtierhafter. Und einige, die es mit dem Verzehr übertreiben, verlieren sogar dauerhaft die Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl und werden gewissenlose Psychopathen. Nicht, dass diese Geisteshaltung im Knochenwald nicht nützlich wäre. Doch falls ihr plant, je in eure Welt zurückzukehren, kann sie zu gewissen Problemen führen. Ihr seht schon, es ist nicht eben einfach, sich im Knochenwald zu ernähren. Aber, wie bereits erwähnt, gibt es noch eine dritte Möglichkeit dazu. Sie ist sogar etwas weniger gefährlich als die Jagd auf Schneidmaden. Denn an einigen Stellen des Knochenwaldes wächst unterhalb der hohen Knochenbäume noch etwas anderes. Die Rede ist von den mysteriösen Glassträuchern. Diese Sträucher besitzen etwas, über das nichts anderes im Knochenwald auch nur ansatzweise verfügt. Schönheit. Denn sie bestehen ganz aus glitzerndem, funkelndem Glas und ihr bläulich-silbernes Leuchten besitzt in der tristen, bedrohlichen Atmosphäre dieses Ortes eine schier unwiderstehliche Anziehungskraft. Umso mehr, da diese Sträucher reiche Ernte tragen. Ihre saftigen, kirschroten und seltener auch dunkelblauen Früchte sind für hungrige und durstige Wanderer so anziehend, dass sie kaum noch an etwas anderes denken können, wenn sie sie erst einmal erblickt haben. Doch Vorsicht! Nicht nur, dass man den schneidmadenverseuchten Boden betreten muss, um zu ihnen zu gelangen. Es gibt noch einen weiteren Grund, sich den Glassträuchern nicht unbedacht zu nähern. Wenn ein Glasstrauch voller Beeren hängt und ihr kaum einen kahlen Zweig an ihm erkennen könnt, ist alles gut. Geht schnell dorthin und greift euch so viele Beeren, wie ihr nur essen könnt. Sie werden das süßeste und köstlichste sein, was ihr je gekostet habt. Ganz gleich, ob ihr von den blauen oder den roten Beeren esst. Wobei manche auch sagen, dass die blauen Beeren sogar noch köstlicher schmecken. Wie auch immer. Viele, die von einem Glasstrauch gegessen haben, berichteten später, dass ihnen jede andere Nahrung, die sie danach zu sich genommen haben, fad und langweilig geschmeckt hat. Selbst die feinste und erlesenste Gourmetküche brachte ihnen nicht mehr Freude als ein Eimer Küchenabfälle. Wenn aber nur noch wenige Beeren an einem Glasstrauch hängen, solltet ihr besonders auf der Hut sein.
denn Glassträucher beziehen die Kraft für ihre Früchte und ihr Wachstum weder aus der schwarzen Sonne noch aus dem knochentrockenen, unfruchtbaren Boden dieses Ortes. Sie beziehen sie aus jenen Unglücklichen, die sich einem beinahe abgeernteten Strauch nähern. Sobald sich ein Opfer in die Nähe eines solchen Glasstrauchs begibt, graben sich feine, durchsichtige und nahezu unsichtbare Wurzeln durch den Boden, die sich einen Weg in den Körper ihrer Beute suchen. Dank schmerzstillender Substanzen merkt das bedauernswerte Opfer davon rein gar nichts. Nun wird ihm nach und nach das Blut, die Lebenskraft und seine Jugend abgesaugt und in die süßen roten Beeren geleitet, bis es als vertrockneter und blutleerer Greis auf dem Boden zusammenbricht und die Schneidmaden sich an seinen kläglichen Überresten laben können. Zuletzt geht auch die Seele des Narren in den Strauch über und wird zu einer der seltenen blauen Beeren. Falls ihr also eine solche Beere ergattert, dann genießt sie. Sie steht für eine Seele, die niemals mehr Erlösung finden wird und die euch vielleicht auch eines Nachts in euren Träumen besuchen wird. So gestärkt könnt ihr euch dann immer weiter durch den verfluchten Wald kämpfen, bis ihr zur kahlen Zone kommt, in der so gut wie keine Knochenbäume mehr stehen. Von diesem Ort gibt es nur einen einzigen Bericht und der betreffende Augenzeuge sitzt zurzeit im Hochsicherheitstrakt einer Psychiatrie. Trotz seines extremen Wahnsinns, in dem er auch schon mehrere Unschuldige ohne jeden erkennbaren Grund getötet hatte, musste ich während den Verhörmethoden sehr kreativ werden, damit er mir mehr über diesen Ort verriet. Immerhin wird er mit diesen Händen niemals mehr jemanden umbringen können oder auch nur ein Brotmesser halten. Selbst wenn er irgendwann entlassen wird, was ich doch sehr bezweifeln möchte. Jedenfalls erzählte er mir, dass er in der kahlen Zone ein riesiges Totem gesehen hat. Einen titanischen Totempfahl aus Schädeln von Menschen, Tieren und anderen Kreaturen, der 100 Meter und mehr in den Himmel ragt und um den zu jeder Zeit eine ganze Meute von Kultisten tanzt. Diese Kultisten sind menschlich. Oder sie waren es zumindest einmal. Allerdings sehen sie nicht mehr so aus wie du und ich. Denn wer in die Gemeinschaft dieser Verfluchten aufgenommen werden will, muss sich selbst mit Zähnen und Fingernägeln das Fleisch von mehreren Stellen seines Körpers reißen, bis der Knochen darunter zu sehen ist. Denn Knochen sind diesen Fanatikern, die sich selbst die Weisen des Gebeins nennen, heilig, und sie betrachten es als eine Ungeheuerlichkeit, dass das verräterische Fleisch sie verbirgt. Die Allerhöchsten in ihrem Orden sind nicht viel mehr als Skelette mit Gehirn und Organen, denn da diese nicht die geheiligten Knochen ihres Körpers verdecken, ist ihre Entfernung nicht erwünscht. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie diese Wahnsinnigen die Prozedur überleben können. Nicht jeder von ihnen überlebt es. Viele sterben an dem Blutverlust, an Entzündungen oder anderen Folgen ihrer Verstümmelung. Aber einige leben ganz normal weiter. Die Magie dieses Ortes scheint vor allem die fanatischsten Kultanhänger am Leben zu erhalten, egal was sie ihren bedauernswerten Körpern auch antun. Dabei ist der Kult ständig auf der Suche nach neuen Anhängern. Falls sie euch je bemerken und in ihre Gewalt bringen sollten, fangt ihr lieber schnell an zu glauben und die Knochen aus tiefstem Herzen zu verehren. Dann werdet ihr ihren Initiationsritus, dem sie euch notfalls gegen euren Willen unterziehen werden, vielleicht überleben. Ansonsten werden sie eure Knochen ihrem Totem hinzufügen. Doch, selbst wenn ihr überlebt habt und ein Teil ihrer Gemeinschaft geworden seid, so könnt ihr niemals wieder in eure Welt zurückkehren. Andernfalls würdet ihr dort sofort zerfallen. Jeder, der den Wunsch hat, in das Herz des Knochenwalds vorzudringen, muss jedenfalls an den Weisen des Gebeins vorbei. Und das ist nicht eben einfach. Trotz ihrer Verstümmelungen haben sie einen guten Gehörsinn. Und den Ältesten von ihnen sagt man nach, dass sie die Knochen eines jeden Wesens riechen und finden können. Selbst durch das verdammungswürdige Fleisch hindurch. Solltet ihr es irgendwie schaffen, an den Fanatikern vorbeizugelangen, ohne ein Teil von ihnen zu werden, werdet ihr nach einiger Zeit den milchigen See erblicken. Dieser See enthält eine so starke Lauge, dass er organisches Material innerhalb weniger Minuten vollständig und restlos zersetzt. Gelegentlich gehen hier Mitglieder der Weisen des Gebeins hin, um sich selbst oder ihre Gefangenen schneller von ihrem Fleisch zu befreien. Aber die meiste Zeit ist es dort einfach nur still. Da der See im Grunde nicht zu überqueren ist, und schon seine Dämpfe allein auf Dauer die Lungen schwer in Mitleidenschaft ziehen,
müsst ihr es wohl oder übel mit den scharfkantigen und hohen Knochenbergen aufnehmen, die sich links und rechts vom milchigen See erheben. Auf den Bergen wachsen wieder vereinzelte Knochenbäume und auch Schneidmaden werdet ihr dort finden, die sogar noch tückischer und aggressiver als ihre Vettern im Flachland sind. Dahinter irgendwo, so sagt man, liegt das große Geheimnis des Waldes. Aber es grenzt schon an ein Wunder, dass es überhaupt jemand so weit geschafft hat und noch davon berichten kann. Hier muss deshalb meine Geschichte enden. Fangt mit dem Wissen an, was immer ihr möchtet. Ängstigt eure Kinder, raubt euch euren Schlaf, versucht den Wald über einen der leuchtenden, verschlungenen Pfade im Unterholz zu erreichen. Mir soll es gleich sein. Ich bin es leid, den Babysitter für neugierige Narren zu spielen. Ich werde jetzt endlich schlafen und versuchen, all die verfluchten Bilder aus meinem Kopf zu verdrängen. Falls ich es schaffe. Teil 3. Knochenwald. Souvenirs. Devon lautet sein Name und er ist einer der Weisen des Gebeins. Ich kann noch immer nicht fassen, dass ich es wirklich geschafft habe, ihn hierher zu bringen. Freiwillig ist er natürlich nicht mit mir gekommen. Aber er hatte sich zu weit von seinen Glaubensbrüdern entfernt und so konnte ich ihn unbemerkt überwältigen und ihn irgendwie den gesamten Weg bis zum weit entfernten Eingang des Knochenwaldes mitnehmen. Anfangs hatte er sich noch gewehrt, aber irgendwann war sein Widerstand erlahmt und nun liegt er wahrhaftig auf dieser Liege in meinem privaten Labor und muss nicht einmal von mir fixiert werden. Natürlich liegt das auch daran, dass er im Sterben liegt. Er verströmt einen durchdringenden Geruch nach verbranntem Horn und Eiter. An seiner rechten Schulter fehlt ein großes Stück Fleisch, sodass man bis hinunter auf den Knochen sehen kann. Ebenso an seiner linken Hüfte und an seinem rechten Oberschenkel. Und auch sein Schädelknochen ist durch mehrere kleine Löcher in seiner komplett kahlen Stirn gut zu erkennen. Ein wahres Prachtexemplar, auch wenn er wahrscheinlich noch nicht sehr lange in der Sekte ist. Trotzdem besteht an seinem Fanatismus kein Zweifel. Ja, ich weiß. Ich habe all jene, die den Knochenwald freiwillig betreten, als Narren bezeichnet. Aber als Wissenschaftler und Forscher konnte ich letztlich dem Drang nicht widerstehen. Und dieser Fund ist mir am Ende alle Gefahren und Albträume wert. Zwar habe ich bereits seit fast einer Woche nicht mehr wirklich schlafen können, aber genug davon. Zurück zu unserem Probanden. Sein einst so trotziger und wütender Blick hat nun etwas Apathisches an sich. Das liegt sicher an den vielen üblen Wunden und dem steigenden Fieber. Nun, da der magische Einfluss des Waldes ihn nicht länger schützt, beginnen seine Verletzungen zu eitern und sich zu entzünden. Bakterien und andere Schädlinge stürzen sich auf sein rohes Fleisch wie Wespen, auf einen Honigkuchen im Sommer, und auch wenn ich ihm starke Antibiotika gegeben habe, glaubte ich nicht, dass er noch allzu lange überleben wird. Trotzdem bereue ich es nicht, ihn mit mir genommen zu haben. Zum einen weiß ich, dass er bereits viele Unschuldige auf dem Gewissen hatte. Er hat Kinder lebendig und schreiend in den milchigen See getaucht, verirrte Wanderer gehäutet und ausgeschabt und Knochen aus lebendigen und um Gnade bettelnden Menschen gebrochen. Er hat den Tod tausendfach verdient und ihn streng genommen auch selbst gewählt, als er sich dem verfluchten Kult angeschlossen hat. Zum anderen kann und wird er mir noch mehr über diesen geheimnisvollen Ort verraten. Mein Wahrheitsserum wird schon dafür sorgen. Ich habe es so hoch dosiert, dass es auch mit seinem veränderten Organismus wirken sollte. Langfristige Schäden und Nebenwirkungen interessieren mich in seinem Fall einen Scheiß. Nachdem ich Devon das Mittel in seinen schmutzigen Arm injiziert habe, lasse ich mich auf meinen weißen, gepolsterten Bürostuhl nieder, schaltete mein digitales Diktiergerät an und lasse die Befragung beginnen. Wie heißt du? Er blickt mich nicht an, antwortet aber trotzdem mit monotoner und gebrochener Stimme auf meine Frage. Devon, wer bist du? Ein Akolyt der Knochen, ein ehrbares Mitglied der Weisen des Gebeins, Meister der ersten Stufe, der Entfleischung. Sein Mund offenbart helle weiße Zähne. Die Mitglieder seines Kults widmen der Pflege von Zähnen und Knochen viel Zeit. Anders als dem Rest ihrer Körper. Du weißt, dass du sterben wirst? Er nickt. Ja. Macht es dir nichts aus? Kurz werden Fieber, Monotonie und Resignation
von einem Aufflackern des alten Trotzes durchbrochen. Devins Stimme bekommt einen schadenfrohen Unterton. Wieso sollte es mir etwas ausmachen? Ich werde ganz dem Knochen gehören und bald werden Krixamesh und die anderen kommen und auch deine Knochen ernten. Etwas an der Art, wie er das sagt, jagt mir einen regelrechten Schauer über den Rücken. Ich beschließe, mich nicht weiter mit dem Vorgeplänkel aufzuhalten und direkt in das eigentliche Verhör einzusteigen. Wer dieser Krixamesh ist, interessiert mich dabei erst einmal nicht. Wahrscheinlich der Anführer ihres Ordens. Warst du je in den Gebieten jenseits des Milchigen Sees? Frage ich ihn stattdessen. Ja. Erst jetzt fiel mir auf, dass er nervös mit einigen weißen Knochenkügelchen spielt, die er anscheinend aus dem Knochenwald mitgebracht hatte. Ein Andenken an zu Hause. Sollte er ruhig damit spielen, solange er meine Fragen beantwortet. Wie bist du durch die Bergwälder gelangt? Er schüttelt den Kopf, wobei seine Knochen leise knacken. Zu Fuß natürlich, du Wurm. Denkst du, die Schneidmaden würden einen Weisen des Gebeins angreifen? Wir sind die Auserwählten. Keine niedere Kreatur kann uns gefährlich werden. Nun konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ich habe es immerhin geschafft. Sein hochmütiger Ton weicht einer wütenden Stille. Punkt für mich. Trotzdem muss ich fortfahren. Was liegt dort jenseits der Wälder? Widerwillig beginnt er erneut zu sprechen. Das Serum lässt ihm keine Wahl. Die knöcherne Brücke, ein wichtiges Heiligtum. Sie ist nur 1 Meter breit, aber 2000 Meter lang. Und sie ist unsere letzte Bastion gegen die Markverzehrer. Dort schlagen wir sie zurück, zerlegen sie in kleine Teile oder stoßen sie in die Tiefe, wo angespitzte Knochen ihre Leiber wie Schmetterlinge aufspießen. Wer sind die Markverzehrer? Verabscheuungswürdige, unförmige, wabbelige Kreaturen. Sie bestehen nur aus warzigem, glänzendem, roten Fleisch und haben nicht einen einzigen Knochen im Leib. Aber sie verzehren sich danach, sie zu verspeisen. Sie sind wie wandelnde Geschwüre, die es auf unsere wertvollen und heiligen Gebeine abgesehen haben. Dabei haben sie nicht einmal Zähne oder Krallen. Sie fressen und töten nur durch ihre ätzenden Verdauungssäfte. Es gibt keine unwürdigeren Kreaturen auf dieser Welt oder in jeder anderen. Nicht einmal die Menschen. Er warf mir einen abschätzigen Blick zu. Aber wir haben sie bisher stets zurückgedrängt. Ihre schleimigen Leiber bilden einen dichten Film auf und jenseits der knöchernen Brücke. Angesichts dieser düsteren Schilderung muss ich kurz innehalten. Aber meine Neugier obsiegt über die Angst vor weiteren Albträumen. Außerdem läuft mir die Zeit davon. Mehr und mehr Eiter quillt aus den entzündeten Wunden von Devin. Schweiß steht auf seiner fiebrigen Stirn und Teile des beschädigten Gewebes beginnen bereits schwarz und nekrotisch zu werden. Ist schon einmal jemand durch die Reihen der Markverzehrer gebrochen und hat erblickt, was hinter ihren Ländern liegt? Nun sieht mich Devin zum ersten Mal direkt an. Seine Augen sind weiß wie Knochen und doch funkelt in ihnen unverhohlene Vorfreude. Er zeigt mir ein breites Lächeln und offenbart dabei, dass sein Zahnfleisch komplett entfernt worden ist. Dennoch halten seine Zähne im Kiefer fest. Noch. Du stellst so viele Fragen, Mensch. Und mit jeder davon kommt Krixamesh näher. Vielleicht bekomme ich dein Ende noch mit. Die Gewissheit in seinem Gesicht beunruhigt mich zutiefst. Sind es nur Fieberfantasien? Oder habe ich meine Spuren nicht gut genug verwischt? Ist hier tatsächlich irgendwo ein Portal in der Nähe? Antworte mir! Schreie ich, aus Ungeduld genauso wie um meine Nervosität zu überspielen. Nun gut, jenseits der matschigen, stinkenden Felder, auf denen die Markverzehrer nach den Knochen der Lebenden und Toten Ausschau halten, liegt das Zentrum des Waldes. Und was befindet sich dort? Er spielte wieder mit den Knochenkügelchen in seiner Hand und blickte lächelnd auf einen Punkt in der linken hinteren Ecke des Zimmers. Dort befinden sich die Obersten, die Vielrippigen. Die markbleichen Schlangen, zusammengefügt aus den entfleischten Leibern Hunderter, von Auserwählten und Törichten, von Wanderern und Pilgern, Knochen an Knochen, Rippe an Rippe, Schädel an Schädel, Wille an Wille. Gewaltig kriechen sie umher und beschützen das Kleinod im Zentrum, den einen Schatz, der nie geborgen werden darf, nie geborgen werden wird. Bei den letzten Worten überschlägt sich seine Stimme fast vor Freude. Er beginnt hysterisch zu lachen.
Erst jetzt komme ich auf die Idee, in die von Devon fixierte Zimmerecke zu sehen. Dort ist etwas erschienen. Buchstäblich aus dem Nichts. Eine titanische Knochenhand, deren Finger wiederum aus einzelnen Händen zusammengefügt sind und die dabei sind, nach mir zu greifen. Krixamesh! Oh, Vielrippiger! Bestrafe diesen Menschen! Ruft Devon ekstatisch und zappelt wie ein Wahnsinniger, während der Eiter aus seinen Wunden auf den Boden tropft. Ich laufe in Richtung Tür, um so schnell wie möglich aus dem Raum zu kommen. Dann aber fällt mir auf, wie töricht das wäre. Was immer aus diesem Portal kommt, würde dann hinaus in die Welt gelangen können. Das durfte einfach nicht passieren. Ich mag die meiste Zeit meines Lebens ein selbstbezogenes Arschloch gewesen sein. Ich hatte mich für meine Erfolge und Entdeckungen immer mehr interessiert, als für die Nöte und Bedürfnisse meiner Mitmenschen. Aber so egoistisch, dass ich die Welt einer winzigen Chance auf Flucht opfern würde, bin selbst ich nicht. Stattdessen greife ich mir das digitale Aufnahmegerät. Jonathan, wenn du das hier hörst, bin ich tot. Du weißt dann auch, weswegen. Hier sind meine Aufzeichnungen. Warne die Menschen. Die seltsame Knochenhand ist inzwischen nur noch wenige Zentimeter von mir entfernt und ich kann nicht mehr weiter zurückweichen. Ich drücke den vorprogrammierten Notfallknopf, der sämtliche Daten an meinen alten und einzigen Freund Dr. Jonathan Howe übermitteln wird. Ich hoffte nur, dass ihn die Übertragung auch erreichen wird. Ich spüre jetzt bereits, wie mich die eiskalten Knochenhände berühren und habe doch nur Augen für den Fortschrittsbalken meines Aufnahmegeräts. Als dieser endlich den Versand bestätigt, ergebe ich mich meinem Schicksal. Inzwischen haben mich gleich mehrere der Knochenhände gepackt und ich bemerke jetzt, wie sie sich an Dutzenden von Stellen durch meine Haut in mein Fleisch graben. Trotzdem fühle ich fast so etwas wie Frieden. Ich habe mein Lebenswerk weitergegeben und mit meinem Leben würden auch endlich die verdammten Albträume enden. Außerdem habe ich ein letztes Opfer gebracht und die Welt vor schrecklichem Unheil bewahrt. Plötzlich taucht Devon in meinem Blickfeld auf. Sein Grinsen droht fast seinen Kopf zu spalten und seine Hände spielen noch immer mit diesen albernen Knochenkügelchen. Hallo, Professor. Sie sehen zufrieden aus für einen Todgeweihten. Du kannst mir keine Angst mehr machen, sage ich nur trotzig. Ach nein, antwortet der Weise des Gebeins in spöttischem Tonfall und schüttet plötzlich die Knochenkügelchen in den Lüftungsschacht, der neben der codegeschützten Sicherheitstür die einzige Verbindung dieses Raums zur Außenwelt bilden. Klackend fallen sie hinunter. Was sollte das? Hast du genug von deinem Spielzeug? Frage ich belustigt, auch wenn mir die Knochenfinger wahnsinnige Schmerzen bereiten und sie an einigen Stellen bereits Organe zu durchstechen beginnen. Spielzeug? Er schüttelt den Kopf. Nein, Professor, das waren Schneidmadeneier. Dann drücken die Knochenhände so fest zu, dass mein Leben förmlich aus mir herausgequetscht wird. Ein letzter Gedanke geht mir durch den Kopf, bevor mein Hirn zu Ohren und Nase hinausläuft. Die Welt ist verdammt. Und ich bin schuld. Teil 4. Forschungsreise. Ich muss zugeben, dass ich meinen alten Freund und Kollegen Professor Wingert immer für ein wenig exzentrisch gehalten habe. Um nicht zu sagen, für verrückt. Er war ohne Zweifel ein exzellenter Biologe und Naturhistoriker. Aber die Wesen und Orte, von denen er mir immer andeutungsweise erzählt hatte, konnten eigentlich nur einer kranken Fantasie entstammen. Insofern habe ich das immer als eine Art Spleen von ihm abgetan. Aber wenn er mir all dieses Material schon früher gezeigt hätte, hätte ich ihn niemals als Schwindler oder Verrückten abgetan. So unglaublich das alles auch war. Es war derart detailliert und schlüssig dargelegt, dass man es einfach nicht als Hirngespinst abtun konnte. Genau das war auch der Grund, warum ich mich nicht mit einem guten Buch und einem Espresso in meinem Lieblingscafé in London befand, sondern auf einer ungeplanten Forschungsreise nach Deutschland auf den Spuren meines leider verstorbenen Freundes Professor Arnold Wingert. Die Universität hatte getobt, als ich ihr mitgeteilt hatte, dass ich dieses Jahr nicht für Biologievorlesungen zur Verfügung stehe. Aber ich war eben schon immer etwas schwer einzuplanen gewesen. Inzwischen müssten sie das ja eigentlich wissen. Außerdem konnte ich das Rätsel um Arnold und seine Entdeckungen nicht unerforscht lassen. Ganz besonders, wenn es der Wahrheit entsprach, dass er inzwischen nicht mehr auf dieser Welt weilte.
Diese mysteriösen Tonaufnahmen, die er mir neben seinen Forschungsarbeiten noch hat zukommen lassen, ließen es jedenfalls stark vermuten. Und das stimmte mich schon sehr traurig. Arnold war zu keinem Zeitpunkt ein einfacher Mensch gewesen. Ich erinnere mich an Phasen, in denen er wochenlang nicht erreichbar war, weil er sich gerade in seinem Privatlabor verbarrikadiert hatte. An Treffen, wo er mehr tot als lebendig schien und wo er kolossale Augenringe zur Schau trug, von kolossaler Paranoia und leichten Wahnvorstellungen ganz zu schweigen. Und ich erinnere mich an Gespräche, wo er mitten im Satz nur noch an die Wand gestarrt und einen fernen Punkt fixiert hatte, der wohl irgendwo in den Tiefen seiner düsteren Gedanken liegen musste. Unterm Strich aber mochte ich den Kerl. Er war trotz seiner Eigenheiten brillant und meist ein recht guter Zuhörer. Außerdem hat er mir einige Male mit seinem beachtlichen Erbvermögen unter die Arme gegriffen, wenn es hier mal wieder eng wurde. Alles in allem war es schon ein Verlust für die Welt, dass Professor Arnold Wingert nicht mehr in ihr weilte. Auch wenn das außer mir wohl kaum jemand bemerken würde. Er war alleinstehend und man konnte nicht behaupten, dass er viele Freunde oder auch nur eine nennenswerte Bindung zu seinen Forscherkollegen gehabt hätte. Jedenfalls hatte mich mein Weg jetzt in der Tat zu seinem Haus geführt, welches ganz allein am Rande eines kleinen Wäldchens stand. Zwar gehörte es nominell zu einer mittelgroßen Ortschaft, aber das nächste Haus war ganz bestimmt einige Kilometer entfernt. Ein weiterer Beweis, dass Arnold die Einsamkeit liebte. Das Haus selbst war recht unspektakulär. Ein einfaches ziegelrotes Gebäude mit kleinen, mit Vorhängen verhangenen Fenstern und einer massiven Holztür. An den Ziegeln rankte Efeu empor, wie die Finger einer aus dem Boden hervorbrechenden grünen Hand. Die bronzene Hausnummer 102 war darunter kaum noch zu erkennen. Trotz seiner Schlichtheit strahlte das Haus etwas Mystisches aus. Zum einen, weil ich wusste, dass sich unter der vordergründigen Spießeridylle ein weit verzweigtes und mit modernsten Geräten ausgestattetes Forschungslabor befand. Zum anderen wegen der ausführlichen Unterlagen, die ich von Arnold erhalten hatte. Inklusive der bizarren Audioaufzeichnungen der letzten Augenblicke in seinem Leben. Sollte an dem Gerede von Dimensionsportalen, Schneidmaden, Fanatikern und gigantischen Knochenwesen auch nur das Geringste dran sein, so durfte ich dieses Haus auf keinen Fall betreten. Zu groß war das Risiko, das zu befreien, was sich darin befand. Als Biologe wusste ich nur zu gut, was für fatale Auswirkungen es haben konnte, wenn fremde Arten in ein Ökosystem eingebracht wurden. Sie verdrängten einheimische Arten mit Leichtigkeit, da sie keine natürlichen Feinde hatten, und vermehrten sich schnell und unkontrolliert. Was für Vogelarten, Pflanzen und Nagetiere schon galt, mochte ich mir nicht für hundegroße Raubmaden und andere, noch fremdere Kreaturen kaum vorstellen. Trotzdem wollte ich das Haus wenigstens von außen untersuchen. Also ging ich langsam und aufmerksam um das Gebäude herum und gab mir Mühe, auf jedes Detail zu achten. Durch die verhangenen Fenster vermochte ich allerdings nichts von dem erkennen, was im Inneren des Hauses vor sich gehen mochte. Und auch außerhalb des Gebäudes entdeckte ich nichts wirklich Aufregendes. Mit einer Ausnahme, an einem Lüftungsgitter, ziemlich in Bodennähe, lagen zwei Dutzend kleiner, weißer Scherben. Zuerst hielt ich sie für zersprungene Murmeln oder die Überreste einer winzigen Porzellanfigur, die jemand im Zorn zertrümmert hatte. Aber als ich mich zu meinem Fund hinunterbeugte, änderte ich schnell meine Meinung. Denn weder Murmeln noch Porzellanfigürchen waren dafür bekannt, dass sich in ihrem Inneren eine milchige, schleimige und vor allem stinkende Substanz befand. In mir wuchs ein übler Verdacht, der noch dadurch erhärtet wurde, dass winzige, geriffelte Spuren von den Scherben wegführten. Direkt in den nahegelegenen Wald. Zusammen mit dem Hintergrundwissen, welches ich mir durch Arnolds Aufzeichnungen angeeignet hatte, konnte es dafür nur eine Erklärung geben. Das Eindringen einer fremden Spezies in unser Ökosystem war schon längst geschehen. Ich füllte einige der Scherben, wo ich mir inzwischen sicher war, dass es sich um Eierschalen handelte, in einen meiner mitgebrachten Klarsichtbeutel und folgte dann den Spuren in den Wald hinein. Ein rascher Blick zum Himmel zeigte mir, dass sich der Nachmittag langsam dem Ende zuneigte. Und ein Blick auf mein Smartphone bestätigte meine Vermutung. Es war bereits 17.11 Uhr. Auch wenn es Anfang Mai war, blieben mir nicht mehr viele Stunden Sonnenlicht. Zwar hatte ich eine Taschenlampe im Gepäck,
aber ich wollte den Wesen ungern in der Dunkelheit nachspüren. Deshalb stellte ich mir einen Timer als Signal für meine Rückkehr. Notfalls musste ich zurück ins Hotel und dem Phänomen morgen weiter auf den Grund gehen. Eigentlich wollte ich ja bereits am frühen Vormittag in Deutschland eintreffen, aber zwei gestrichene Flüge hatten diese Pläne vereitelt. Es war einer der Gründe, warum ich das Fliegen aus tiefstem Herzen hasste. Aber leider war es die schnellste Art voranzukommen. Zumindest meistens. Je länger ich den Spuren folgte, desto dichter wurde der Wald. Gleichzeitig war es hier stiller, als es zu dieser Jahreszeit normal wäre. Nur vereinzelt hörte ich das zaghafte Zwitschern von Vögeln oder ein Knacken im Unterholz, von dem ich hoffte, dass es sich nur um ein Eichhörnchen handelte. Auch wenn ich durch und durch ein Mann der Wissenschaft und der Vernunft war, so fühlte ich mich doch fast, als wäre ich Teil eines düsteren Märchens. Dr. Hänsel auf dem Weg zum Hexenhaus. Nur, dass ich nicht einmal Brotkrumen mit hatte. Ich hatte zwar einen Schokoriegel in der Tasche, aber damit wollte ich ungern herumkrümeln. Das Schmunzeln, das mir dieser Vergleich auf den Mund gezaubert hatte, gefror sofort zu Eis, als ich plötzlich eine Entdeckung machte. Auf dem Waldboden vor mir lagen Häute. Häute wie von Schlangen. Nur, dass sie von der Form her eher an Maden erinnerten. Anscheinend war ich auf der richtigen Spur. Mit meiner Pinzette hob ich einige der durchscheinenden Häute auf und steckte sie in einen weiteren Klarsichtbeutel. Sie stanken ähnlich schlimm wie die Eier am Lüftungsschacht, wenn nicht sogar noch intensiver. Mit meiner Rückkehr würde ich sie eingehender analysieren können. Zusammen mit den Eierschale sollte mir das einige Erkenntnisse ermöglichen. Außerdem schoss ich mit meiner Kamera ein paar Fotos. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass neben den Häuten viele kleine Federn und Fellstücke lagen. An letzteren klebten sogar noch Hautreste. Eine kurze Bestandsaufnahme zeigte mir, dass sie von verschiedenen Tieren stammen mussten. Eichelhäher, Rotkehlchen, Buntspecht, Eichhörnchen, Kaninchen, Rabe, Fuchs, Dachs und sogar einem Uhu. Es sah fast aus wie ein Tierfriedhof. Woher zum Teufel stammten diese Überreste? Einige der Vögel waren Insektenfresser, für die sogar die fremdartigen Schneidmaden interessant sein mochten. Und Räuber wie Dachs, Fuchs oder Uhu fraßen auch Vögel. Allerdings war es mehr als eigenartig, dass so viele Jäger gleichzeitig an einem Ort zusammenkamen. Und was hatten Kaninchen dann hier zu suchen? Sie fraßen keine Insekten. Und selbst wenn dieses unwahrscheinliche Zusammentreffen stattgefunden hatte, so mochte man vielleicht noch Federn vorfinden. Aber Hautstücke mit Fell? Ein Tier mit so schweren Verletzungen sollte eigentlich irgendwo als verwesender Kadaver in der Nähe liegen. Aber von Kadavern war hier weit und breit nichts zu sehen. Natürlich gäbe es da noch die verrückte Theorie, dass die Schneidmaden all diese Tiere hier verspeist hatten. Aber das war lächerlich. Die fremdartigen Geschöpfe mochten, ihren Häuten nach zu urteilen, höchstens 5 bis 7 Zentimeter lang und gerade mal 2 Zentimeter dick sein. Selbst wenn es mindestens 2 Dutzend dieser Geschöpfe gab, wie sollten sie einen ausgewachsenen Fuchs erledigen? Oder gar einen Raubvogel? Es musste also eine andere Erklärung geben. Als ich den Spuren weiter folgte, war ich trotz alledem beunruhigt. Denn sie hatten sich inzwischen ein ganzes Stück verbreitert. Zwar war das nicht wirklich verwunderlich, immerhin häuteten sich Reptilien und Insekten nun einmal, um wachsen zu können. Aber ich hatte noch nie ein so schnelles Wachstum mit irgendeinem Tier erlebt. Wenn man von den Spuren ausging, hatten die Maden innerhalb kürzester Zeit sicher 150% an Größe hinzugewonnen. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Inzwischen war es 18.39 Uhr. Bald schon würde mein Timer für die Rückkehr klingeln. Bereits jetzt hatte sich das Sonnenlicht leicht rötlich gefärbt. Und je mehr ich von den Schneidmaden und ihren Hinterlassenschaften sah, desto weniger Lust hatte ich darauf, im Dunkeln durch den Wald zu irren. Trotzdem ging ich weiter. Denn egal wie unheimlich das hier war, ich war noch immer ein Forscher. Und was für ein Forscher würde solch eine Gelegenheit verstreichen lassen? Nur wegen ein bisschen Angst im Dunkeln. Während ich tiefer und tiefer in das Herz des Waldes vordrang, durch Unterholz und Trampelpfade und einmal sogar über eine wackelige Holzbrücke, die sich über einen kleinen, träge dahinfließenden Bach spannte, entdeckte ich immer wieder neue Madenhäute. Und sie wurden mit jedem Mal größer. In die nächste Haut, die ich fand, konnte ich locker meinen Daumen stecken.
an meinen ganzen Arm. Und am Ende entdecke ich sogar eine Haut, Gott sei mit mir, in die mein gesamter Körper passen würde. Zum Glück war es nur eine einzelne. Die anderen Tiere schienen ihre Größe vorerst beibehalten zu haben. Dennoch fragte ich mich, warum ich nicht einmal eine Waffe mitgenommen hatte. Selbst normalen Raubtieren würde ich mich nicht ohne derartigen Schutz nähern. Aber anscheinend hatte mich Arnolds Nachricht zu sehr verwirrt, um auch nur an die grundlegendsten Dinge zu denken. Falls unsere frommen Mitbürger recht hatten und als Agnostiker konnte ich mir dieses Gedankenspiel durchaus erlauben, sah mir Arnold ganz gewiss von irgendwo zu und bepisste sich vor Lachen. Denn er hatte nie eine Gelegenheit ausgelassen, sich über meinen pedantischen Perfektionismus lustig zu machen. Und jetzt verhielt ausgerechnet ich mich wie ein planloser Tagträumer. Immerhin machte ich zwei neue Entdeckungen. Zum einen sorgte der weißliche Schleim, der aus den Madenhäuten herauslief, offensichtlich dafür, dass sämtliche Organismen, die damit in Kontakt kamen, verdorrten. Dies galt nicht nur für Pflanzen und Pilze. Die Auswirkungen erstreckten sich auch auf heimische Insekten, wie einen dicken Käfer, der das Pech hatte, neben der großen Madenhaut vorbeizulaufen. Kaum hatte ihn das Sekret berührt, begann sich sein dunkelbrauner Panzer weiß zu verfärben und kurz darauf Stück für Stück zu zerbröseln, als bestände er aus lockerem Kalk. Zwar riss sich der vordere Teil des Käfers von seinem zerfallenden Hinterleib los, aber da er ohne die Hälfte seiner Organe nicht überleben konnte, brachte ihm das nicht viel. Sein Vorderteil zuckte noch kurz orientierungslos umher und lag dann still. Einen so schnellen Zerfallsprozess hatte ich nicht einmal während den stärksten Säuren beobachtet. Zum Glück hielt ich das Geschehen restlos mit meiner Videokamera fest. Andernfalls würde mir das niemand glauben. Die zweite Entdeckung machte ich, als ich einige der umstehenden Bäume genauer betrachtete. Es handelte sich dabei vorwiegend um Eichen und vereinzelte Buchen, deren Stämme sich allesamt weiß eingefärbt hatten. Erst dachte ich an einen Pilz oder irgendeine Baumkrankheit, aber gewarnt durch das Schicksal des Käfers, zog ich erst Schutzhandschuhe über, bevor ich die Stellen berührte. Als sich diese mit Berührung nicht auflösten, wurde ich mutiger und fasste den Baum mit der bloßen Hand an. Nur, dass er sich ganz und gar nicht mehr wie ein Baum anfühlte. Die betroffene Stelle war spröde und sehr trocken, auf eine Weise, die zu keiner Baumkrankheit passte, die ich kannte. Ganz egal, ob Pilz oder Virus. Auch war die Struktur des Holzes verschwunden. Der Baum war in diesen Bereichen vollkommen glatt. Prüfend klopfte ich gegen die Stelle und hörte ein hohles und trockenes Geräusch. Das wurde wirklich immer eigenartiger. Einer Eingebung folgend nahm ich mein Feuerzeug hervor und hielt es an die weiße Stelle, die kurz darauf zu schmoren begann. Der Geruch, der mir nun in die Nase stieg, räumte jeden Zweifel aus. Das war kein Holz, das waren Knochen. Entgegen jeder Logik schien sich das Holz dieser Bäume langsam, aber sicher in Knochen zu verwandeln. Ich konnte mir nicht mal im Ansatz ausmalen, welche biologischen oder chemischen Prozesse so etwas bewirken konnten. In diesem Moment hörte ich das Schrillen meines Timers und stellte ihn sofort wieder ab. Ich konnte nicht einfach so ins Hotel zurückkehren. Ich würde all dem auf den Grund gehen müssen. Und sei es nur, um so viel wie möglich über diese Bedrohung zu erfahren, Beweise zu sammeln und andere warnen zu können. Allerdings beschleunigte ich dennoch meine Schritte. Einmal, weil ich keine Zeit vergeuden wollte, aber auch, weil ich die Kreaturen einfach mit eigenen Augen sehen musste. Ich ignorierte dabei sogar die immer häufiger weiß verfärbten Bäume. Genauso wie auch die herumliegenden Tierüberreste und die inzwischen vollkommene Stille. Das Einzige, auf das ich mich konzentrierte, war die breite, deutliche Spur direkt vor mir. Da die Sonne inzwischen schon beinahe hinter dem Horizont verschwunden war, musste ich meine Taschenlampe zur Hilfe nehmen, um sie nicht zu verlieren. Trotzdem behielt ich mein rasantes Tempo. Zwar kam ich dadurch schnell voran, zumal das Unterholz durch die inzwischen sicher anderthalb Meter breite Spur komplett plattgedrückt war, doch meine hohe Geschwindigkeit und Unvorsichtigkeit forderten bald ihren Preis. Denn irgendwann inzwischen war die Sonne bereits untergegangen und ein knochenbleicher Vollmond stand am wolkenlosen Himmel, hörte die Spur einfach auf. Stattdessen klaffte vor mir urplötzlich ein gähnender, schwarzer Abgrund. Selbstverständlich versuchte ich, einen Sturz zu verhindern, aber es war zu spät. Alles, was ich tun konnte, war, meinen unkontrollierten Fall in ein Schlittern zu verwandeln, bei dem ich mir meine Hose an Wurzeln und Steinen zerriss und mir unzählige Schnitte, Prellungen und blaue Flecke einhandelte,
aber wie durch ein Wunder nicht ernsthaft verletzt wurde. Trotzdem brachten mich die Schmerzen an den Rande des Wahnsinns. Doch was ich sah, als ich meine Umgebung wieder halbwegs wahrnehmen konnte, brachte mich beinahe über diesen Rand hinaus. Mitten in der Mulde, an deren Boden ich mich jetzt befand, hockte ein riesiges, bleiches Geschöpf. Es war mit Abstand die größte Made, die ich je gesehen hatte. Sie war sicher dreimal so groß wie jeder Mensch. Ihr weißer, geringter Körper zuckte unruhig und wand sich im Mondlicht. Und hin und wieder blitzten ihre messerscharfen, kreisrund angeordneten Zähne auf. Links und rechts von ihr lagen, wie mit einer verdrehten Ehrengarde, weitere Maden, die allerdings nur die Größe von Hunden hatten. Ihre Leiber, oder eher deren Sekrete, hatten alle Gräser und Pflanzen in ihrer Umgebung verdorren lassen. Direkt vor der gigantischen Made aber befand sich ein Haufen hunderter winziger weißer Kügelchen. Eier. Ich brauchte kein Biologe zu sein, um zu begreifen, was ich hier vor mir sah. Die Riesenmade war nichts anderes als eine Art Königin, die unablässig neue ihrer Artgenossen zu gebären schien. Schon jetzt und selbst aus der Entfernung sah ich, wie sich das Innere einiger Eier zu bewegen begann. Bald würden sie schlüpfen und wachsen. Das war mir nun eindeutig eine Nummer zu groß. Ich denke, selbst Arnold hätte das verstanden. Ich würde jetzt schön zurück ins Hotel gehen und morgen den Behörden einen Hinweis geben. Immerhin genoss ich ja einen gewissen Ruf und würde vielleicht nicht sofort als Spinner abgetan werden. Sollte sich doch die Armee darum kümmern. Ein unbewaffneter Akademiker, der weitaus mehr Erfahrung mit dem Mikroskop und dem Daten von hübschen Studentinnen hatte, als mit dem Kampf gegen monströse Maden, war hierfür eindeutig eine Fehlbesetzung. Zum Glück hatte mich bis jetzt keines der Viecher bemerkt. So leise wie nur möglich schlich ich umher und suchte nach einem Weg zurück nach oben. Und tatsächlich fand ich bald schon eine Stelle, an der genügend Unterholz, Baumstümpfe und Wurzeln vorhanden waren, um mir einen Aufstieg zu ermöglichen. Doch gerade als ich mich am ersten Baumstumpf hochzog, bemerkte ich einen jähen Schmerz in meinem rechten Unterschenkel. Nur mit größter Anstrengung konnte ich einen Aufschrei unterdrücken, der mich augenblicklich verraten hätte. Panisch suchte ich nach dem Verursacher meiner Qualen, was nicht so einfach war, da ich meine Taschenlampe beim Sturz verloren hatte. Letztendlich entdeckte ich ihn aber. Es war eine der neu geschlüpften Maden, nicht größer als mein Ringfinger, deren Zähne sich tief in mein Fleisch gebohrt hatten. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich spürte bereits, wie sich von der Bissstelle aus ein Brennen in meinen Adern ausbreitete und eine unnatürliche Schwäche über mich kam. Ich musste das Geschöpf irgendwie loswerden. Da ich mir nicht anders zu helfen wusste, trat ich mir mit aller Wucht mit dem schweren Wanderstiefel an meinen linken Fuß nach der Made. Natürlich vergrößerte ich meine Pein so nur noch. Aber immerhin hatte ich es geschafft, sie zu zerquetschen. Oder? Nein, das war unmöglich. Obwohl nun kaum mehr als Madenmatsch an meinem Bein hing, merkte ich, dass sie noch immer mein Fleisch verdaute. Ich trat und trat immer wieder zu, bis die zerdrückte Schneidmade endlich von mir abfiel und hörte zuletzt ein trockenes Knacken, gefolgt von einem reißenden Schmerz. Verdammt, ich hatte mir selbst den Unterschenkel gebrochen. Wie sollte ich nun je hier rauskommen? Trotzdem musste ich es irgendwie versuchen. Notfalls würde ich eben den ganzen Weg kriechen. Doch dann hörte ich ein lautes, ratterndes Geräusch. Ich drehte mich um und sah selbst in dem schlechten Licht, das die Madenkönigin sich aufgebäumt hatte und eine riesige weiße Wolke ausspie. Gleichzeitig setzten sich die anderen Schneidmaden langsam in Bewegung. Sie hatten mich bemerkt. Sie wussten anscheinend, dass ich nicht den Hauch einer Chance hatte, ihnen zu entkommen. Entgegen aller Vernunft kroch ich dennoch weiter, schloss die Hand um eine Wurzel, zog mich an einem Stein hinauf und arbeitete mich immer weiter Richtung Rand vor. Besser auf der Flucht sterben, als still auf das Ende warten. Aber bereits wenige Momente später kam ein Geruch von scharfen Chemikalien und verbranntem Horn über mich. Weißer Nebel tanzte vor meinen Augen und ich spürte fast augenblicklich, wie sich Schwäche und Krankheit in mir ausbreiteten. Ich fühlte mich fiebrig, bekam grauenhafte Halsschmerzen und begann zu husten. Als ich diesmal die Finger um den nächsten Hals schließen wollte, hatte ich kaum noch die Kraft, sie zu krümmen. Es war nun wohl das Ende. Ich hörte bereits, wie 20 hundsgroße Leiber hinter mir über die Erde schleiften.
Jeden Moment rechnete ich mit dem schmerzvollen Biss spitzer Zähne, die sich in meinen Körper bohren würden. Immerhin würde es dann bald vorbei sein. All der Stress und die Sorgen würden entweder einer gnädigen Schwärze weichen, oder ich würde in irgendeinem Jenseits erwachen und mir von Arnold vorhalten lassen, was für ein leichtsinniger Narr ich doch war. Die schleifenden Geräusche kamen immer näher, während ich mir nach und nach die Lunge aus dem Leib hustete und am ganzen Körper wie ein Schwein schwitzte. Verdammt! Wenn ich ehrlich war, hatte ich noch immer eine Scheißangst vor dem Sterben. Doch auf einmal schien von oben ein helles Licht zu mir herunter. War dies der Weg in den Himmel? Das weiße Licht, von dem immer alle redeten? Militärische Kommandos, ein infernalisches Gewitter von Maschinengewehrschüssen und das schmatzende Geräusch platzender dicker Leiber beantworteten meine Frage. Selbst in meinem beginnenden Fieberwahn konnte ich mir nicht vorstellen, dass der Himmel solche Geräusche von sich gab. Ich merkte, wie ich von mehreren kräftigen Händen auf eine Liege gehoben und in einen Hubschrauber getragen wurde. Das Gewehrfeuer endete. Trotz meines elenden Zustands wandte ich den Kopf noch einmal in Richtung des Tals. Was ich dort sah, gab mir den Rest. Zwar lagen etliche der Maden als erschossene Kadaver herum, aber sicher die Hälfte von ihnen und vor allem die gigantische Schneidmadenkönigin samt ihres Geleges lebte noch. Kraftlos ließ ich mich wieder auf die Liege sinken und schenkte den Sanitätern, die mir irgendwelche Spritzen in den Arm jagten, genauso wenig Beachtung wie dem Hubschrauber, der inzwischen abgehoben hatte. Alles, an was ich denken konnte, war, dass die Wesen dort unten sich noch immer unkontrolliert vermehren und die Natur um sich herum töten, verändern und vergiften konnten. Dabei hätten sie vernichten können. Sie hätten die Bedrohung ausrotten können. Warum nur haben sie... Plötzlich schlug ohne Vorwarnung eine Handfläche in mein Gesicht. Der dumpfe Schmerz grub sich durch den Schleier des Fiebers und machte meine Sinne für einen Moment wieder unangenehm klar. Über mir tauchte das harte Gesicht einer militärisch gekleideten, braunhaarigen Frau Mitte 30 auf. Sie lächelte auf eine Art, mit der man eine Fliege anlächeln mochte, bevor man mit der Fliegenklatsche ausholte. »Guten Abend, Doktor. Mein Name ist Elvira Djarnik. Freut mich wirklich, dass wir Sie retten konnten. Und ich hoffe sehr, dass Ihr Wissen uns nützlich sein wird und dass Sie kooperativ sind. Andernfalls... Nun, als Biologe wissen Sie ja sicher ganz gut, was ein Sturz aus ein paar tausend Metern Höhe alles im menschlichen Körper anrichten kann.«